Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream zu Miitopia. Ja! So, jetzt klappt endlich auch alles. Hoffentlich auch für den ganzen Stream. So, und damit verabschiedet sich auch der Avatar schon direkt. Ja, Leute. Heute wieder zigtausend Nebenquesten vor mir. Man sieht, ich habe wieder Spielhallentickets ohne Ende gefarmt. Alles andere an Tickets habe ich einfach direkt irgendwo in eine andere Gruppe reingeschmissen und sobald die 20 erreicht haben, habe ich die mal irgendwo ausgetauscht. Ja. Auch die beiden müsste ich eigentlich einmal irgendwie tauschen. Ich wollte eigentlich den Exorzismus hier reinstecken, aber der ist gerade leider krank. Leider Gottes. Dafür kann ich nichts. Der muss jetzt leider mit seiner Krankheit leben. Ich habe im Übrigen zwei neue Nebencharaktere gemacht. Also zwei Alternativversionen, weil ich ja noch zwei brauchte. Einmal von Sunny und einmal von Exorzismus, also dem Exo. Und so heißt er jetzt auch hier. Und ich hoffe, Sunny erschlägt mich nicht mit seiner Alternativversion. Weil ich dachte mir nach Opa Pade. Und hier Maxstream beispielsweise, die Alternativversion. Ein ausgelaugter Exorzismus, der von seinem Job so viel hat, dass er zum Porsche geworden ist, aber ihm die Haare schon grau geworden sind. Und ich habe keinen von denen jemals irgendwie eine weibliche Alternativversion gegeben, deswegen wurde hier ein weiblicher Sunny geboren. Er ist jetzt eine Diebin. So, die letzten zwei, zumindest hoffe ich, letzten zwei Alternativversionen. Ich sag jetzt schon mal im Voraus, ich mache heute nur diese beiden Nebenquesten. Das heißt, der heutige Stream wird wahrscheinlich kürzer ausfallen als die anderen Streams. Grund dafür ist, ich würde gerne mit dem Endakt, ich tippe zumindest darauf, dass der Dunkle Fürst der Endakt ist, also der dunklere, gerne einen eigenen Stream starten. Und der könnte dann eventuell sogar länger werden, den ich dann für YouTube in zwei Parts unterteile. Deswegen machen wir hier heute jetzt nur die Nebenquesten. Sind wir alle damit einverstanden? Gut. Was die Spieltickets angeht, ich gucke einfach, dass sich irgendwann einen Moment ergibt, wo ich entweder Geld machen kann damit oder wo ich richtig hart XP farmen kann damit. Und dann hau ich alle raus. Und damit meine ich dann wirklich alle. Weil ich habe 30 Tickets und anderweitig brauche ich die nicht. So, ich würde mal sagen, ich löse Zani zuerst. Sportliche Diebin Zanna. Ich habe sogar den Namen so ein bisschen weiblich gemacht. Glaubst du, könntest mir behilflich sein? Es geht um meine Freundin Anne. Sie hat dieses seltsame Juwel an Land gezogen. Und dann ist es passiert. Plötzlich flog ein riesiges Monster aus dem Nichts heran. Dieses Ungetüm hat sie einfach entführt. Ich war so geschockt, dass ich Hals über Kopf geflohen bin. Und jetzt fühle ich mich scheußlich. Kannst du mir helfen, Anne zu retten? Ja, muss ich ja wohl. Nur eine Sache eben, gut. Weil ich den Stream neu starten musste. Weil die Elgato abgeschmiert ist. Und OBS Probleme hat, ne, nach einmaligem Abschluss der Elgato die direkt wieder dran zu kriegen. Ich muss dann immer OBS neu starten. Ich glaube, das Ding ist in Richtung Puderhöhen geflogen. Bitte rette meine Freundin. Kommst du denn gar nicht mit? Okay. Habe ich dir umsonst eine neue Rolle gegeben? Guck mal. Padde ist auch schon wieder jung geworden. Weißt du, da habe ich mir extra Mühe gegeben mit Opa Padde. Den fand ich sogar richtig gut. Ah, jetzt können wir hier in das Gebiet, was man von dem Berg damals sehen kann. Also sehen konnte. Okay, nice. Ach ja, im Übrigen, falls irgendwas nach den dunkleren Fürsten kommt. Das ist wahrscheinlich dann so Aftergame-Content. Dem werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Will ich jetzt schon mal im Voraus sagen. Falls es wirklich Aftergame-Content bei diesem Spiel gibt. Weil mit dem dunkleren Fürsten, wenn wir den besiegt haben, wenn das wirklich so ein Endkampf ist, wo die Welt eskaliert oder sonst irgendwas, dann hören wir da dann auch auf.
Das wollte ich nur jetzt mal ansprechen. Bitte sag, ich muss nicht 10.000 Wege laufen. Und ich wiederhole, es kann sein, dass der Stream sehr schnell vorbei ist. Huch. Ach nö, warum würde ich jetzt meine Gruppe getrennt? Wo sind denn die anderen hin? Ich sehe nichts, wir sollten einfach weitergehen. Und ich bin mit Yannick allein. Nein. Ich meine, ja. Das Team wurde in zwei Hälften geteilt. Warum Yannick? Ah, ich habe vergessen, mir was zu trinken zu holen, ne? Gib mir eine kurze Sekunde. So, jetzt bin ich vollends für euch da. Spielhalle. Nichts Aufregendes. Ja. Er will ein Heldenmikro und er will seine Heldenpfanne. Kann ich mir nicht leisten. Ich hatte noch so einen Felsenschoki in dem Vorrat durch die Tickets bekommen. Und Paul hatte das als einziger noch nicht probiert, deswegen hatte ich den aufgehoben. Ja, schön, was hast du denn für mich, Mirko? Komm schon, was Gutes. Ein Kätzchen. Ein Kätzchen. Eine Lyra. Oh ja, da freue ich mich. Natürlich gibt mir der Musiker ein Musikinstrument. Oh ja, Koya mag mich streamen und hat's gesehen. Eben nur Shining, das ist nicht fair. Wie gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass das irgendwie Beef ausgelöst hat. Ja komm, ich stecke mich so lange hier rein und die beiden können auf ein Zimmer. Oder ich stecke mich zu Yannick. Ich glaube, Sven ist der Einzige in der Gruppe, den ich jetzt nicht mitnehmen will. Weil er ist wirklich unnütz. Er ist der schlechteste Healer des gesamten Spiels. Vor allen Dingen, weil er seinen Heal sogar meistens verkackt. Okay, mir tut eigentlich Sunny leid, weil er hat Palmanta bei sich und er wird als Geschoss enden. Die eisige Höhle. Oh, der Sound hier drin, der gefällt mir. Meine Nase ist verstopft. Ach, mir fällt gerade auf, ne? Bei, egal was passiert, bei Palbantes bzw. Sunnys Gruppe sind genau 4 vorgegeben. Weil Exo ist krank. Er kann nicht mit. Oh, wieder die Pingos. Die kennen wir. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich verbessere die MP-Bonbons nochmal. Ja, alle helfen AK, ja. Pingo! Pingo Action! Pam pam. Ja, die anderen müsste ich eigentlich wirklich halt trainieren, aber das kann ich nur, wenn ich diese Tickets benutze. Bei den Gegnern selbst. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, offscreen die nochmal hochzujubeln. Noch eine Kiste! Oh, ein Gummi-Alien. Akai hat ein Level up gemacht, das ist gut. Ich hoffe, wir finden uns schnell wieder, weil das mit dieser getrennten Gruppe, da finde ich immer doof. Ich bin schon froh, dass das hier nicht so mächtig aufgeteilt ist. Hm, wie es wohl den anderen geht? Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. So, wie gesagt, hier ist die Gruppe vorgegeben. Oh, doch nicht. Exo ist aufgewacht. Nein. Bis gerade ist aufgewacht. Muss nicht direkt wieder schlafen. So, der ist für Pal. Der ist auch hochzufrieden. Auch wenn ich weiß, dass Abwehr nichts für ihn bringt. Aber man will ja zumindest wissen, ob es ihn schmeckt. Eine Heldenflasche. Hammer-Tata. Einmal. Eventuell kriege ich... Nein. Naja, ich habe ein bisschen Essen bekommen. Exo, ich glaube, ich kann dich hier gerade überhaupt nicht gebrauchen. Also ja, ein Healer in der Gruppe ist immer schön. Vor allen Dingen, weil Exo one-hitten kann. Aber gebrauchen kann ich ihn deswegen trotzdem nicht. Ach ja, im Übrigen, falls ihr euch fragt, ich habe noch einen Streuer bekommen, ne? Aber da hat sich der AP-Streuer halt nur um 20 wieder verbessert. Das fand ich jetzt nicht so spannend, aber ich dachte, ich habe eins mal. Kiste? Mit Ultimatesse. Hm, das war für mich richtig nice. Die Ultimatesse
Ja, gebe ich mal Sunny. Hat geschmeckt. Ich durfte das ja schon mal probieren. Es darf auch wie ihr anders mal. Ich wollte nicht gucken, ob irgendwer was gekauft haben will. Ich kann es wenig leisten. Alles kostet mehr als 6.000. Ja, wir haben uns gefunden. Und ins Gasthaus. WLAN-Zimmer für Sunny. Warte mal. Ändere mal was. Die Reihenfolge, in der ich die Leute auswähle. Weil das beeinflusst ja auch ungefähr, wie sie im Kampf dann stehen. Ich hoffe, wenn ich weit weg vom Pals stehe, dass er mich nicht als Geschoss benutzt. Und Sunny will ich direkt neben mir haben, weil er halt die beste Freundschaft zu mir hat, ne? Jetzt sagt nicht, das war alles in diesem Gebiet. Oh! Wer bist du denn? Du da, bist du Anne? Keine Sorge, wir werden dich retten. Dann retten wir mal Anne. Eiskönigin Anne. Schade, dass ich das nicht vorher irgendwie zuweisen konnte. Da hätte ich den Sunny-Boss gern gehabt. Oh, ich darf direkt das Pferd verwenden. Okay, hottehü. Habe ich wenigstens einen Grund, meinen MP-Bonbon zu schlucken. Jetzt kriegst du meinen Donnerkeil zu spüren. Pom, 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 pom. Der halt so extrem heftig ist. Nein, nicht mich aufregen, du Dreckiger. Ich hoffe, das kann ich so wegmachen. Das ist nämlich das Unnützste, was mir passieren kann. Warte mal. Dich buff ich und... Hallen muss ich eigentlich gar nicht buffen. Aber Yannick auf jeden Fall immer buffen. Weil bei Pall ist es besser, wenn er mal seine Techniken zur Abwechslung einsetzt. Ja, ich kann die Begeisterung so wegmachen. Erster Beistand, Ankusche 2. Gemütlich. Oh, ich habe dadurch richtig viel Mana bekommen. Das Herz von Yannick kann hier nur gleich gehört werden, wenn er auf Droh ist. Es tut mir leid, Anne. Aber das geht einfach nicht. Ja, das süße Geflüster, das ist genau das, was ich sehen wollte. Ja, genau das. Los, Pal. Och, warum macht er nur das normale Feuer? Na gut, ist eh tot. Die Eiskönigin konnte ja gar nichts. Ich dachte, ich wäre erledigt. Das war ja richtig easy. Na gut, wenn wir jetzt unter einer Stunde hier fertig sind, ne? Dann mache ich zumindest so ein bisschen das Endkapitel. Davon kann ich meinen Enkel noch erzählen. Entführte Anne. Was mich gerettet, danke. Wie kann ich das nur je wieder gut machen? Nun, naja, da wäre zum Beispiel dieses Juwel. Was? Das ist wirklich. Das ist alles, was du willst? Yep. Nicht schlecht als das. Bitte sehr. Och, danke. Das Monster war auch hinter dem Juwel her. Also pass gut auf dich auf, okay? Ja. Alternativ Sunnys Quest erledigt. Das war das dritte Juwel. Nur noch eins und dann ist die Tür offen. Es kann sein, dass das Stream heute halt echt früh vorbei ist, ne? Eventuell, was ich dann machen könnte, auch mal in die anderen Nebenquesten reinschauen. Wenn wir halt wirklich unter einer Stunde hier schon fertig sind. Es gibt eine gute Chance auf eine Heldenuniform, deswegen spiele ich einmal. Und ich habe sie. Akaria darf sie haben. In... Oh, da oben ändert sich ja nur so ein kleines bisschen. Ja, das ist ein Schwarz. Da kann ich wenigstens eine Waffe mal kaufen. Und eine AP-Banane. Es ist nicht weiter schlimm, wenn ich ein Ticket so verbrate. Hauptsache, ich werde die endlich mal los. Ihr müsst bedenken, die sammeln sich auch nochmal bis zum nächsten Stream an. Dann habe ich beim nächsten Stream 40, wenn ich die heute nicht loswerde. So, Pada hat seine Heldenflasche. Er kann jetzt glücklich umfallen.
musikalischer voller forscher Exorzismus. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich Exorzismus, die bekannte Kapazität auf dem Gebiet der Robotik. Hätte ich mir das durchgelesen, hätte ich ihn noch mal ein bisschen aufgeregter gemacht. Kommt ganz darauf an, kennst du dich auch mit Juwelen aus? Genauer gesagt, mit Auge- oder nasenförmigen Juwelen? Von so etwas hört man eher selten, oder? Aber ich hab da so eine Idee. Folge mir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe ihn extra so kaputt wie möglich gemacht. Jetzt nicht aus irgendeinem Grund hier, ich würde Exorzismus hassen, nein. Ein Roboter hätte nicht besser antworten können. Wir müssen an einen Ort, der in Wolkenheim liegt, also auf geht's. Sondern in einer Weise wirklich das genaue Gegenteil vom normalen Exorzismus ist. Ich guck mir auch mal an, was du für eine Nebenquest hättest. Okay, anfangs wird von Mäusen geplagt. Ich guck mir jetzt eben kurz an, ob das irgendwie spannend wäre, und die Mäusejagd klingt nicht besonders spannend. So, und bei dir? Ja, was willst du? Super süße Süßigkeiten. Okay, und sie will halt an den Flammenberg. Oh, und Paddel, was willst du? Okay, er will, dass man in ein Geisterhaus reingeht. Das klingt eigentlich richtig interessant. Das könnte man noch machen. Und Ben? Was will der Ben mal wieder? Ach so, den See voller Lotus. Nee, lass mal. Seltener Monster, wahrscheinlich einfach nur so ein paar Ploings. Wolkenhallen soll ich hin. Okay, in das Gebiet, wo es recht nicht weiterging. Dann reden wir erstmal mit dem Koch. Der wieder Superfood für mich. Yum yum. Oh. Unglaublich. Dieses Gericht wurde in nur 3 Minuten zubereitet. Das schmeckt, als wenn es ganz frisch wäre. Dies ist der Inbegriff eines guten Steaks. Ich werde bei Tiefkühlkost nie wieder die Nase rümpfen. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Reisegourmet Sanji. Oh, guck, und macht auch mich ultra glücklich, dass ich einfach einen Teil muss, Tiefkühlkost. Bon Appetit. Endlich versteht mich einer. Boah, ich liebe immer noch diese abgespacede Musik hier oben, ne? So, neue Gegner. Oh, Robo-Pinguin und ein Alt-Oboter. Okay. Wie immer, MP-Bonbon zeigt, was ihr könnt. Pall ins Gesicht rutschen, okay. Und der Roboter? Die halten auf jeden Fall was aus. So, Sunny ist gebufft. Er ist entspannt. Yannick ist ein Schutzschild. Er ist entspannt. Oh, Hitzegeschosse. Nein, ich wollte doch sehen, was dieser Roboter kann. Das darf ich jetzt nicht sehen. Ach, Pall, dieser Schwarze hier. Und Abzweigungen. Nee, Sunny ist nicht so berühmt. Obwohl, er ist berühmt dafür, zu spät zu kommen. Noch mehr Spielscheine? Ich hab schon zu viele. Heilwolke und ein Trobold. Nee, deine Technik setze ich jetzt mal nicht ein. Ich mache mega Feuer auf einen der Penguins. Ich bin lässig, ich werde nicht getroffen. Yannick wird gepiekst, haut den Robot platt. Oh, Exo kann das entzünden. Ja, und die Heilwolke, die heilt jetzt irgendwie, ne? Oh, die heilt alle. Super, dass du die fiese Formel kannst. Das ist mega praktisch.
Hau drauf, Sunny! Du hast alles verpasst. Wie immer. Kobold-Schinken. Kann ich nicht wenigstens so einen Roboter-Kobold-Schinken haben? 90 MP-Bonbons verputzt. War ich so knapp davor? 130 MP. Okay, die brauche ich nicht mehr boosten. Die heilen selbst bei mir weit drüber. Und mein nächster Trick, ich werde jetzt Shining imitieren. Was? Game-Matiere, leg los! Fast wie ich. Die mobben mich. Warum? Ich bin aber ganz nett zu euch. Das ist eigentlich eine sehr gute Option. Hier haue ich ruhig mal richtig viele Tickets raus. Eine großzügige Portion Erfahrung ist ganz nice. Je nachdem, wie viel das jetzt gibt. 11.000, okay, damit kann ich leveln. Zur Not 3 Ausflugstickets. Solange ich nicht das Bomben kriege, ist alles in Ordnung. So, Palwanda kriege ich natürlich zuerst ein Heldengeschoss. Also ich glaube, eine bessere Option bekomme ich heute nicht mehr. Ich hau jetzt hier einfach alle Tickets raus. Ja, das darf ruhig ein bisschen öfter kommen. Dann können die wenigstens mal ein bisschen aufholen. Ich gebe das jetzt mal Padde. So, das kriegt mir Extreme, weil er am weitesten hinten ist. Ja. Wenn ich ganz eng die Augen zusammenkneife, ist Dave am weitesten hinten. Komm, gönnen wir im Extreme das Level. Wieso? 8 Tickets behalte ich für den Fall, dass mal was noch Besseres kommt. Aber jetzt kann ich wenigstens endlich allen ihr Zeug mal so ein bisschen jetzt kaufen. Wie zum Beispiel ihnen seinen Heldentalar. In Schwätz. Weil es priesterlich aussehen muss. Und Pall wollte seinen Heldenpanzer. Passend zu seiner Munition, die er gerade bekam. Ist das nicht schön, wenn man Sachen kaufen kann? Ja, wie gesagt, wir haben da schon alles gesehen, was man sehen kann. Ich hau die nach dem Stream einfach raus und mache, dass meine Hauptgruppe alle mindestens auf 30 sind. So, hier gehen wir jetzt noch den unteren Weg. Keine Sorge, Sunny, es geht immer alles gut aus. Sunny hat Level 23 erreicht. Tödliches Geflüster erlernen. Zieh Gegner in die Tiefe. Hast du Glück, verschwinden sie für immer. Sunny kann auch einen One-Hitter. Sunny, zeig den Angriff bitte. Also Sunny war ja so schon ein wertvolles Partymitglied, aber wenn er jetzt auch noch One-Hitten kann... Sunny will sein Heldenkostüm. Ist genehmigt. Dazu keine Worte. So, Heldendeutsch. Ihr seid alle doof. So, Sven, bist du auch eine Enttäuschung? Nein, Sven ist wenigstens keine Enttäuschung. Heldenblume wurde gekauft. In Rot. Eine heldenhafte Blume. Wie gesagt, die Ausflugstickets, die haue ich nach dem Stream raus. Da kann ich es dann wenigstens ruhig machen. Oh, ein komplett neues Gebiet. Oh Gott. Tun wir uns das zuerst an. Hey du, da hör mir mal kurz zu. Du wirst jetzt eine schlechte Zeit haben, nämlich mit dem Quiz, was ich für dich habe. Allgemeinwissen. Was ist Allgemeinwissen? Es gibt 3 Fragen. Fangen wir an. Okay. Die Frage ist Frage Nummer 1. Frage 2. Mit wem wuchs Prinzessin Sven auf? Mit Feidi. Das weiß ich, weil ich das alles bestimmt habe. Wie heißt der Halbzauber des Priesters? Heilung. Nein, Heilung. Die Fragen waren ja mega easy. Und dafür kriege ich auch noch 5 Paper dran.
solange jetzt hier nicht 10.000 Abzweigungen sind, ne? Boah, rein Raumfabrik. Boah, die Musik gefällt mir auch. Faszinierende Gegend. Hier glänzt und glitzert alles. Das ist es wohl. In dieser Gegend werden Roboter hergestellt. Und zwar nur die allerbesten Hightech-Roboter. Für so feine Roboter braucht man auch eine fein saubere Gegend. Verstehe. Selbst das allerkleinste Fitzchen Staub ist hier strengstens verboten. Gut, dass meine Klamotten frisch aus der Reinigung kommen. Ja. Sehr gut, dann wird er mich nicht umnieten. Komm, neue Gegner. Ein Mech-Skorpion. Stahlskorpion. Geheimtechnik AP-Banane. Okay, die pieksen einfach nur. Sunny, ich will dieses tödliche Geflüster jetzt sehen. Macht er nicht. Aber jeder andere macht seinen Job. Ich könnte die MP-Bonbons nochmal boosten, aber ich bin der mit dem höchsten MP und wenn sie selbst bei mir über das Maximum gehen, brauche ich die nicht mehr boosten. Mir ist langweilig, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Um Gottes Willen, was hat Sven vor? Der Haarstil ist jetzt nicht so schlimm, aber der passt auch überhaupt nicht. Okay, Yannick will die Heldenrüstung. Würde der Held... Nein! Er hat eine heldenhafte... ein heldenhaftes Bonbon gekauft. Ich habe mich versprochen. Mit Sven der Held! Gut, dass die Akadari-Jungs nicht gleich denken. Okay, da ist schon Ende. Das Gebiet hier ist auch nicht besonders lang. Dann gehe ich jetzt oben lang und dann in die Mitte. Ja, von denen haben wir mehr als genug. Keine Sorge, Sunny. Im Übrigen, da kann ich auch mal so ein bisschen jetzt mal so drüber reden. Meine Highlights in diesem Spiel, ne? Das erste Treffen mit dem König. Wie ich jetzt gegen jemanden laufe. Gegen Sunny. Bitte, ich will auf Sunny sein. Ja! Der Doppelbeef, der einmal hier in der Eisgegend präsent war, wo Yannick und Pai sich wirklich geprügelt haben. Das war auch so ein Highlight. Also da kann ich ja mal so über die Top 5 reden. Das ist auf jeden Fall Top 1. Währenddessen Ultra und Ultra. Und ich spreng die Gegner einmal. Nee, warte, auf Platz 1 ist der Feentanz. Der war richtig geil. Also, ich muss da halt auch mal drüber reden, was so meine Top-Momente waren. Platz 4 wäre das mit dem Flampengeist. Also, der Bosskampf. Und auf Platz 5... Halt das Wiedersehen mit der ganzen Crew, dass man die wieder zusammen hat. Diese ganzen, wo die Momente, wo die diesen Kreis da haben. Ich habe Barriere gelernt. Errichte eine Barriere, die deinen erlittenen Schaden reduziert. Okay, nutze ich gleich mal. So, dann habe ich jetzt wenigstens auch mal über meine Top 5 Momente geredet und die lasse ich auch drin für YouTube. Damit ihr mal so wisst, was ich am besten bisher fand. Wer ist krank? Warum? Warum die Wichtigen? Ja, wir sind bald da. Und noch mehr Spielscheine. Ich habe ja eh schon so viele. Oh, eine große Kiste mit 5500 Gold. Eine Rüstung wäre mir lieber gewesen, aber auch in Ordnung. Und nochmal 5000 Gold. Alter, ich werde reich in dieser Fabrik.
Pal versucht sich an einer Frisur. Ich habe Schlimmeres gesehen. Also die Ebene, die war jetzt auch nix, ne? Die Kiste betrete ich erst, wenn Yannick wieder gesund ist. Am Ende kriegt der Kai ja das, was aus der Kiste kommt. Und wieder diese Gegner. Wir wissen ja, wie das jetzt ausgeht. Aber vorher, Barriere. Neue Technik, Barriere. So, und wie sehr schützt die mich jetzt? Sunny Blick von der Schäden wird gewarnt, aber es nützt nichts. Ich will einmal dieses tödliche Geflüster von ihr sehen. Es greift mich keiner an, ich sehe gar nicht, wie nützlich meine Barriere ist. Ich kann die Barriere auch nur auf mich selber wirken. Da kann ich ja schlafen. Ich werde es echt nicht herausfinden, wie nützlich diese Barriere ist. Ich setze sie jetzt einmal bei jedem Kampf ein. Dann sollte ich doch zumindest sehen, ob die nützlich ist. Okay, die verringert einfach nur den Schaden. Und das nicht mal viel. Ja, Pal hat was im Gesicht. Da war ein Fussel auf deiner Schulter, der mich schon die ganze Zeit genervt hat. Oh, danke. Ey, das mache ich manchmal wirklich in Real Life, ne? Wenn ich so sehe, irgendwie hat so 1000 Fussel hinten an seinem Hemd, ne? Ich sammel die alle ab. Und wenn er dann fragt, was zum Geier machst du da, dann sage ich mir, mir ist langweilig, also hol ich die Fussel von dir runter, die mich eh schon die ganze Zeit nerven. Wie haben gelernt? Okay. So, Kaya will seine Heldenpfanne wieder mal. Und sie wurde gekauft. Heldenhafter Koch. 1600 Leute gerettet. HP Schraube macht 540 und der MP 240. Doch allein deswegen eigentlich schon meine Bonbons und HP Bananen nicht. Und Yannick ist back. Ja, geht doch. Und zweiter Versuch für die Heldenrüstung. Ja, sie wurde gekauft. In Rot. So, Heldendeutsch für unseren Dieb. Der Heldendeutsch wurde gekauft. Also das Heldenzeug, das sieht ja schon richtig awesome aus, ne? Aber bisher wollte irgendwie keiner was danach haben. Und ein heldenhaftes Outfit. In grün. Richtig fancy. So, dann gönnen wir uns mal die Kiste. Hab vielen Dank für eure Hilfe. Ein Höllenhotdog. Ja, wir sind bald da. Bald sind wir bei der Kiste. Eine Herrschersuppe. Die gab's, glaube ich, für den Pharao. Hühnchencurry? Wie viele Kisten sind hier denn? Was? Das war's schon? Dann hätte ich ja auch ohne Yannick hier lang gehen können. So, Sunny, Heldenkostüm, go! Ich wurde gekauft. Und ich gönn's ihnen im Schwarz. Ich habe fast alle Helden schwarze Kleidung gegeben. Jetzt mal mit dem Boss hier. Echt kurz, diese Reinraumfabrik. Also ohne die eine Abzweigung wäre es echt viel zu kurz. Toll hier. Nun denn. Wo findet man hier noch gleich Juwelen? Du meine Güte. Ich werde zum Roboter. Exorzismus! Ich krieg einen neuen Exoboss. Exorzismus-Roboter. Okay, ein cooler Roboter. Ich mache auf jeden Fall erstmal meine Barriere. Und die anderen beiden mache ich mal eben kurz Ultrastreu, ne?
Macht einfach Sinn bei denen. Exorzismus-Roboter ist dran. Hat Palmanta im Visier. Und er hat mich im Visier. Die Macht des Horst. Schutzstreuer aktiviert. Ich krieg nochmal einen Streuer? Nutze dieses mysteriöse Streuer, um einen Mii-Charakter vor einem Angriff zu schützen. Wieso krieg ich jetzt noch einen Streuer? Nächste Angriff wird ganz sicher wehtun, aber nur keine Sorge. Mit Hilfe des Schutzstreuers verpufft jeglicher Schaden. Hatte ich einen Gegner anvisiert, der Schutzstreuer den Bums pariert. Schreibt ihr es hinter die Ohren. Ho, 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 ho. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal einen Streuer bekomme. Okay, die beiden sind geschützt. Ist ja besser als meine Barriere, wenn das komplett den Schaden aufhebt. Jawohl, Zangangriff. Ich will auch sehen, was der Roboter kann. Janik verliert die Kontrolle. Wir helfen ihm natürlich. Süßes Geflüster. Okay, der Angriff ist cool. Aber das war, glaube ich, auch schon alles, was er kann. Ob die Kleinen das auch gekonnt hätten? Wieder Barriere. Schade, Sunny nutzt halt nie seine eine Technik. Und ein Rang-Up. Wunderbare Freunde. Sunny ist ein Schutzschild. Ja, wie immer. Verband und Yannick sind immer so solche Teamkameraden, ne? Was hast du vor? Normal schießen. Ist tot. Höchst beeindruckend. Ja, und jetzt sollten wir doch das letzte Juwel bekommen. So viel dazu. Obosaft. Sogar den dritten. Bin ich wieder normal? Ja. Ausgerechnet, ich meiste Robotik wäre beinahe ein Roboter geworden. Hätte das für möglich gehalten. Jetzt aber zu deinem Anliegen. Wo war das Ding noch gleich? Da nicht, da auch nicht. Ah! Die ist das Juwel, das du gesucht hast? Ja, das ist es. Okay, damit haben wir alle Juwelen. Wenn das so ist, dann bitte sehr, nimm es nur. Vielen Dank. Quest von Exorzismus abgeschlossen. Endlich! Wir haben alle vier Juwelen beisammen. Hip hip, hurra! Jetzt können wir den Himmelsturm betreten. So ein bisschen Mulmig wird mir ja schon bei dem Gedanken. Leute, nehmt euer Herz in beide Hände. Warum habe ich jetzt geflext? Auf geht's! Warum habe ich geflext? Yay! Wir haben alle Juwelen für den Himmelsturm gefunden. Yep, Augen, Nase, Mund, alles da. Gut, dann... Hey, wie wär's, wenn wir ein paar lustige Gesichter damit basteln? Was? Du kannst doch nicht einfach mit so wichtigen Juwelen herumalbern. Werde fürs Mobile-Spielen eignen die sich auch ganz gut. Ja, ihr, seid ihr denn? Nein! Was, wenn sie dabei kaputt gehen? Oh, ich hab's. Wer kann sie am häufigsten über Wasser flitschen lassen? Ich glaube, es geht los! War doch nur Spaß. Shining, du lässt dich echt zu leicht veräppeln. Das ist total lustig. Mann! Immer mobben mich alle. Na gut, genug gefoppt. Jetzt kann sie loslegen. Los geht's. Die Party zu bevorstehenden Öffnung des Himmelsturms. Ja! Ich find's traurig, dass immer nur vier in diesem Bildschirm reden. Ich fänd's lustiger, wenn alle reden. Natürlich ist Sunny krank. Ich mach offscreen ein paar Kämpfe, damit Sunny einfach wieder gesund ist. So. Gucken, kann ich meine letzten 10 Tickets verbraten? Kann ich sie gut verbraten? Ja, ich hau sie raus. So. Ein Luxusmikrofon für ihn hier. Also ein Heldenmikro. Und dann hau ich jetzt die restlichen Tickets raus.
Eine großzügige Portion Erfahrung. Für Sven! Ey, so. Mirko darf sein Level abbekommen. Zwei Freundschaftsstufen. Ja, 32 war es, glaube ich, ungefähr. So, jetzt habe ich alle Tickets nochmal verballert. Und wir beenden das jetzt hier dann heute schon. Ich habe ja gesagt, dass es dann heute kürzer werden könnte. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch heute gefallen hier bei mir, auch wenn es ein bisschen kürzer war. Aber ich wollte halt die Nebenquests in einem Part behalten und dann den Endkampf im Himmelsturm, das ist höchstwahrscheinlich der Endkampf, in einem zweiten Part. Also in einem letzten Part. Vielleicht werden es auch zwei Streams noch. Aber da, nach dem dunkleren Fürsten ist wahrscheinlich Ende. Spoilert mich da bitte nicht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, auf YouTube ein Abo dalassen, auf Twitch ein Follow und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.